So, servus Leute, euer Gamefuchs wieder hier. Also, heute bin ich mal nicht der Gamefuchs, sondern heute bin ich der Toyfuchs. Mich haben heute wieder zwei Pakete erreicht in der Arbeit und ich lasse ja immer die Pakete jetzt dahin schicken, weil wenn ich Pakete zu mir schicken lasse, die stellen es draußen hin und Studenten wohnen ja hier außen rum und alles. Ich meine, ich will keinen beschuldigen oder so, aber mir ist schon mal ein Paket abhanden gekommen und deshalb möchte ich das jetzt nur noch über die Arbeit schicken und da freut man sich natürlich auch, wenn die Sachen zur Arbeit kommen. Ja, wo fange ich denn jetzt eigentlich an? Es geht darum, dass ich eine Figur bekommen habe. Die Figur ist jetzt noch nicht da drin, weil ich habe sie ausgepackt. Das ist der Karton von der 30th Anniversary Edition von Predator. Der kam draußen raus zur 30. Anniversary, sagen wir nach 30 Jahren, wurde es halt gefeiert, dass Predator jetzt diese Marke erreicht hat. Und ja, das war 2015. Der erste Film kam aber 1987, glaube ich, raus mit Arnold Schwarzenegger. Deswegen verstehe ich nicht ganz, dass die Figur von 2015 ist. Wie ihr hinten sehen könnt, Teil dieser Figuren gibt es auch. Habt ihr Arnold Schwarzenegger in verschiedenen Versionen. Dann hier den, was ich jetzt natürlich habe, den Jungle Demon. Gibt es mehrere. Es gibt, glaube ich, bis zu 10 verschiedene Predator-Figuren. Es gibt auch seltene. Ich weiß, dass einer aus Köln alle hat und sie verkauft, aber der möchte 5000 Euro. Da komme ich leider billiger dran oder sagen wir so besser billiger dran. Ja, jetzt möchte ich euch ein bisschen von diesen Figuren erzählen. Hier haben wir sie nämlich. Mein Jungle Demon, das ist ein 1/4 Scale von NECA. Der ist limitiert auf 5000 Stück. Ist richtig geil, er hat eine beleuchtende Funktion. So, jetzt fangen wir gerade nochmal an. Hier ist die Figur. Also richtig geil gemacht. Jetzt seht ihr die leuchtenden Augen. Ich zeig's euch mal, wenn das Licht aus ist. Sieht richtig geil aus. Dazu muss ich noch sagen, er hat sogar noch einen leuchtenden Arm. Was auch richtig geil kommt. Zwei Funktionen, ihr kennt ja das mit dem Arm, richtig geil. Da könnt ihr natürlich das Licht dann wieder ausmachen, was natürlich auch richtig geil ist. Die Figur ist richtig gut, ich habe jetzt die Waffe nicht aufgebaut. Schaut euch mal, wie detailliert diese Figur bemalt ist. Also es ist richtig, richtig hammergeil. Einer der Maler war Joe Wardell. Ist auch richtig cool, der hat diese Figur eben bemalt, wie ihr hier so sehen könnt. Und der zweite, wo die Figur bemalt hat, war Jeffrey Trapp. Natürlich gibt es auch Prototypen von diesen Figuren, das ist natürlich auch richtig cool, wo die manchmal entstanden sind. Ja, was soll man noch so über die Figur sagen? Die Figur selber kommt vom Procast Studios. Da wurden eben diese Prototypen gemacht. Und die Figur ist von 2015, wie ihr hier unten am Fuß sehen könnt. NECA 2015. Und ich selber, ich finde diese richtig Bombe. Jetzt muss ich mal wirklich gucken, wie ich das in meiner Wohnung mache. Ich werde meine Couch rauswerfen und werde mir eine kleinere Couch holen, weil ich eben nur eine Einzimmerwohnung habe. Eineinhalb, sagen wir so, nach dem Umzug. ja, es sieht halt so aus. Ich muss ein bisschen umräumen, mir was Kleineres holen. Eventuell mache ich dann einen Teil von meinen Regalen irgendwo anders hin. Das sieht man dann nachher. Des Weiteren habe ich noch eine andere Figur bekommen. Die werde ich euch gleich zeigen. Stellen wir die erstmal dahin, die schöne Figur. Natürlich tut sich die Figur, weil ihr habt ja gesehen, wie sie aussieht, der tarnt sich natürlich im Dschungel wie ein Chamäleon in verschiedenen Farben. Ich glaube sogar, ich habe eine Figur, die ähnlich aussieht, in kleiner hier. Jetzt muss ich mal kurz mein Regal durchschauen. Ja, okay, da haben wir die durchsichtige. Das ist eine ähnliche, das ist aber nicht dieser Predator, was ich jetzt habe. Aber es ist halt auch einer, wo sich tarnt. Eben wie dieser. Diesen habe ich doch nicht in klein, sehe ich gerade in meiner Sammlung. Aber der kommt eventuell nochmal dazu. Richtig cool. Ja, jetzt kommen wir zu der zweiten Figur, was ich heute bekommen habe. Die ist noch etwas größer wie diese 50 cm Figur und die zeige ich euch jetzt gerade. Ja, die zweite Figur, wo ich heute bekommen habe, ist diese massive 60 cm Alien Figur.
Ich weiß jetzt noch nicht, von welcher Marke sie ist. Da schauen wir jetzt gerade mal drunter. Ach, ist auch eine NECA-Figur von 2008 sogar. Die ist jetzt mal hammergeil. Die müsste wahrscheinlich sau teuer sein. Für diese Figur habe ich gezahlt 32 Euro inklusive Versand. Ich danke dir nochmal, dass du mir den so einen guten Kurs gemacht hast für diese Figur. Die hat nachher einen sehr guten Platz bei mir. Ich muss noch gucken, dass ich das mit den Vitrinen mache. Was natürlich richtig geil ist, zieht euch mal das rein. Ja, jetzt ist der Fuß runtergeflogen. Der kann sogar das Spiel heben. Also ist es nicht richtig schlecht. Richtig geil. Ja, ihr seht, der Fuß ist noch nicht richtig festgemacht. Aber ich sag mal so, bei 30 Euro, da hast du mir einen Bombenpreis gemacht. Du hast mir gleich versendet. Ich finde das richtig geil. Auch auf meinen anderen eBay-Kollegen von Kleinanzeigen. Ich habe euch beide positiv bewertet. Ich muss sagen, richtig super. Ihr lasst mein Herz sozusagen aufgehen mit diesen Figuren. Schade, dass mein Papa das von nicht mehr erleben kann, weil er lebt ja nicht mehr. Ja, ist halt manchmal so, Leute. Einer von unserer Gameboy-Gruppe ist auch leider verstorben. Der hatte einen Autounfall. Der heißt Adrian Summit oder hieß so. Ich werde euch einen Link reinmachen bei mir in die Beschreibung runter. Wer ihn noch nicht gekannt hat oder ihn eventuell kennt, ich mache euch einen Link rein von Chico, sein Video von Georg. Er hat einmal mit ihm einen Deal gehabt und da könnt ihr ihn eventuell mal sehen, wie er ausgesehen hat. Das war ein junger Kerle und er ist leider verstorben. Und ich selber habe ihn persönlich nicht so gekannt, aber im Video kam er mir so sympathisch rüber. Aber Leute, jetzt wisst ihr einfach, wie schnell sowas gehen kann. Macht, unternehmt viel mit euren Lieben. Und keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich noch so dazu sagen soll. Das ist halt ein extremes Thema, über was man reden kann, wenn sowas passiert. Den Georg hat es extrem auch mitgenommen, weil er kannte ihn natürlich. Der hat eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde von ihm entfernt gewohnt. Andere kennen ihn auch. Ich habe selber sowas miterlebt mit meinem Papa, aber der ist halt normal gestorben und nicht durch einen Unfall. Also, ich möchte halt jetzt das Thema jetzt beenden. Okay. Ich würde sagen, am Wochenende gehe ich noch auf 3 Flohmärkte. 3 sind geplant, eventuell 4. Mal schauen. Und mal schauen, was ich diesmal finde. Eventuell kommt diese Frau, wo mir versprochen hat, den sitzenden Predator zu bringen, wo er auch 40 cm hat für ein paar Euro. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Euer Gamefuchs.